Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Regelvideo hier auf unseren Kanälen. Der gute Adamantios und mir Pelepop. Ja, zu unserem neuen Projekt. Pokémon Smaragd Arena Leiter Soul Link Challenge. Wie neues Projekt? Einfach verpasst? Anscheinend. Hat mir das vorher besprochen? Ja, Leute, wie erwartet, das ist komisch. Also, wie es sich gehört, gibt es ein neues Regelvideo, weil es ist eine neue Challenge. Es ist keine normale Soul Link, wie wir sie sonst gemacht haben, sondern es ist eine neue Challenge. Also müssen Regeln her. Ja, Adam kam auf den Trichter und meinte, ja, lass doch mal die Arena-Leiter-Challenge, die ich mir ausgedacht habe, in der Soul Link-Challenge spielen. Ich so, hast du einen Schuss? Naja, jetzt machen wir es halt. Richtig, und da kommen wir auch noch die Q-Block, die ich doch entwickelt habe, ne? Und wir spielen die Smaragd-Edition, das liegt daran, dass hier halt zwei unterschiedliche Teams werden in der dritten Generation und das wäre dann Rubin, Saphir gegenseitig spielen schwierig. Und dann kommt noch hinzu, dass die Dateien, die wir bekommen haben, nicht so richtig funktionierten. Aber lassen wir das Thema. Richtig. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir gleich mal los mit den Regeln. Möchtest du die erste vortragen? Das Starter-Pokémon, das wir wählen, ist das erste Signature-Pokémon. Sprich, wir trainieren, wie es Arena-Leiter ist, nur ein Typ. Also wir spielen im Prinzip eine Monolog. Und das Signature-Pokémon ist der Starter. Richtig, so wie das der Arena-Leiter nun mal hat. Er hat sein stärkstes Pokémon, das Signature-Pokémon. Nehmen wir zum Beispiel Misty mit Starmie, Rocko mit Onix, etc. Genau. Und das haben wir jetzt halt auch. Falls das Signature-Pokémon hat, zwei Typen hat, das wir wählen, müssen wir uns für einen Typ entscheiden. Genau. Denn. Die nächsten Pokémon dürfen nur den Typen des Signature-Pokémons innehaben. Sollte das Signature-Pokémon dann allerdings zwei Typen haben, so muss sofort bei Erhalt sich für einen Typ entschieden werden. Ja, das haben wir ja im Prinzip gerade auch geklärt. Bedeutet einfach, kriege ich ein Smetbo, muss ich mir entweder für Käfer oder Flug entscheiden. Und dann darf ich nur Pokémon des Typs Flug zum Beispiel oder des Typs Käfer fangen. Genau. Dann, auf jeder Route muss ein Pokémon gefangen werden. Das muss allerdings dem Typ entsprechen. Dafür haben wir 7 Encounter, die Chance, eins zu finden. Der 7. Encounter muss allerdings gefangen werden und wird auf die Box getan. Falls es nicht den Typen entspricht, den wir haben. Das erklären wir aber auch gleich genauer, warum. Genau. Das Signature-Pokémon muss immer 2 Level über den anderen Pokémon sein. Ist das nicht der Fall, darf nur das Signature-Pokémon verwendet werden, bis dieser Zustand wiederhergestellt ist. Weil, wir kennen das ja, das Signature-Pokémon des Arena-Leiters ist immer das stärkste und ist meistens 2, 3, 4 Level höher als das schwächste. Und damit die Level-Klafte nicht zu groß wird, haben wir gedacht, 2 Level reichen vollkommen. Genau. Wird ein Pokémon besiegt, so zählt es als unbrauchbar, muss wieder freigelassen werden. Da wir als angehende Arena-Leiter oder das Ziel haben, Arena-Leiter zu werden, brauchen wir nur die stärksten Pokémon. Genau, und wenn es besiegt wird, was sollen wir denn noch mit? Dann muss das weg. Hört sich zwar hart an, aber. Das ist im Prinzip jetzt eine ummodellierte Nuzlocke-Regel. Genau. Bitte, weiter. Wird das Signature-Pokémon besiegt, gilt das komplette Team als besiegt und somit wäre die Reise gescheitert. Weil das Signature-Pokémon ist ja so gesehen die Leiste, woran man seinen anderen Pokémon misst. Und wenn das stärkste Pokémon schon besiegt ist, sagt man, dann ist der Rest des Teams auch Müll, dann brauche ich das nicht mehr, dann ist das alles unbrauchbar weg. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Und zwar bekommen wir nach jedem gewonnenen Arena-Kampf einen Motivationsschub. Und das kann man so sehen wie ein Continue. Sprich, sollte das Team besiegt sein, dürfen wir uns ein neues Signature-Pokémon von der Box nehmen. Deswegen, die gefangenen Encounter von vorher dürfen behalten werden. Und daraus kann man sich dann ein neues Signature-Pokémon wählen. Dann beginnt das Ganze wieder, welchen Typ man nimmt, etc. Hängt dann davon ab, hat es nur einen Typ, hat zwei Typen, dann muss man sich entscheiden. Nach dem Prinzip. Genau. Und ja, eine ganz normale Regel. Während des Kampfes dürfen nur 2 Heil-Items verwendet werden. Ganz einfach, der Arena-Leiter, also viele Arena-Leiter und auch Top 4 benutzen immer maximal 2 Heil-Items, oder zumindest wie das weiß. Und deswegen habe ich gesagt, passt das auch zu uns. Normalerweise war vorher noch drin, dass die Pokémon auf dem roten Bereich sein müssten. Das war ja früher bei meinen so. Wir haben jetzt gesagt, wo wir jetzt eine Soling zusammenspielen, ist Quark. Ja. Und
Die nächste Regel bezieht sich unter anderem auch auf die gerandomized Sachen. Das erklären wir euch dann auch gleich. Das kommen wir ganz zum Schluss zu, nämlich zu den Randomizer-Sachen. Legenden dürfen gefangen werden. Richtig, weil Legenden auch zu unseren Typen zählen könnten. Und einfach weil... Ich glaube, das einzige Pokémon auf der Route sein kann, das diesen Typ hat. Und ich will auch unbedingt mal endlich eine Legende fangen, das Soling so. Ja, da. Noch eine Zusatzregel ist, Pokémon dürfen auch mitgenommen werden, die sich erst später zu dem gewählten Typ, den man ja gewählt hat, entwickeln. Welches Pokémon können wir dafür nehmen? Flug und du fängst einen Raupi. Stimmt. Würdest du Smetwo, Flug, so in etwa darf man das mal annehmen. Sobald, sobald die Pokémon des entsprechenden Typs in das Team aufgenommen werden, sind sie miteinander verbunden, wie in einer Soul Link. Dabei wird auf die Fangreihenfolge geachtet. Sprich, nur weil wir auf der Route welche fangen, sind sie nicht automatisch verbunden, weil es würde dann nicht mehr funktionieren in der Arena-Leiter-Challenge. Hier werden sie erst verpartnern in dem Moment, wo sie ins Team aufgenommen werden. Das heißt aber auch zum Beispiel, wenn Adam ein Pokémon auf der Route fängt und ich auch, passt, ich eins von einem Typ gefangen habe, was ich brauche, sagen wir jetzt mal Feuer, aber Adam kein passendes hat, kann ich mein Feuer-Pokémon aber noch nicht mit reinnehmen, sondern ich muss warten, bis er auf einer anderen Route einen passenden Typ fängt und die beiden werden dann miteinander verpartnert. Genau. Ja, ganz klar ist, wenn das eine Pokémon besiegt ist, gilt auch sein Partner als besiegt und beide zählen somit als unbrauchbar und müssen wieder freigelassen werden. Ach ja, genau. Genau, das war schon soweit zu den allgemeinen Regeln. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Randomizer-Sachen. Ich glaube, das erklärst du am besten. Du hast die Edition gerandomized, das hast du mir hier auch nicht mehr geschrieben. Gerandomized. Gerandomized sind die TMs. Die wilden Pokémon sind komplett gerandomized, damit wir auch eine größere Variante haben, die wir fangen können. Die Starter-Pokémon sind gerandomized und zwar auch komplett. Also nicht wie sonst immer zwei Evolutionsstufen, sondern sie komplett gerandomized. Ich glaube, unser Begleiter hat auch gerandomized Pokémon. Zumindest ist sein Starter gerandomized. Der Starter, der Rest bleibt dem der Story entsprechend. Genau. Was haben wir noch? Ja, die Trainer haben alle ihre eigenen Pokémon, heißt, die sind nicht gerandomized. Und deswegen hat auch der Rivale seine Pokémon bis auf den Starter. Und die stehenden Pokémon, wie auch Legenden, sind auch gerandomized. Bedeutet, wenn da zum Beispiel ein Ho-Oh rumflattert, dass dann da plötzlich ein Bidiza sein kann. Was natürlich nicht richtig ist, weil das ist immer gleiche Stärke irgendwie, aber... Das wäre in unserem Fall Rayquaza. Was dann als ein anderes Pokémon da rumgammelt. Ja. Aber so vom Prinzip. Items und, sind auch gerandomized. Richtig. Und sonst? Eigentlich nichts. Nö. Wüsste jetzt auch nichts, ne? Nö. Nö, eigentlich nicht. Wir haben uns aber für diese Edition mal ein Namens-Theme entschieden. Was ich finde, das gab's eigentlich, also zumindest die Soulings, die ich gesehen habe, gab's das noch nicht und deswegen fand ich das ganz gut. Und zwar nehmen wir gute, normale deutsche Namen. Ja, wir haben gesagt. Chantal! Ja, bevor wir jetzt irgendwie ausbrechen in. Oh, die heißt Ocean und Brooklyn und Chemnitz. Nein, also lassen wir das jedenfalls. Wir nehmen halt Namen, Vornamen, bevorzugt aus dem deutschsprachigen Raum, beziehungsweise eingedeutschte Namen, sage ich jetzt mal, weil manche Sachen haben auch einfach einen anderen Ursprung, aber werden trotzdem viel in Deutschland verwendet. Sowas wie Michael zum Beispiel. Ja, und im Prinzip war es das dann auch. Und mehr haben wir, glaube ich, dazu auch gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, ihr wartet die erste Folge ab, es wird spannend. Außer eins vorweg, das erspart mir das Adam-Log. Und zwar könnt ihr die erste Folge nur bei Pelopop sehen, da ich vergessen habe, beziehungsweise das, weil mein Programm nicht aufgenommen hat. Also die erste, Folge gibt es nur bei Pelopop. Ab Folge 2 gibt es natürlich auch wieder auf meinem Channel Pokémon Smaragd. Also schaltet alle fleißig ein. Erste Folge ruhig bei Pelopop, den Rest muss man bei mir gucken, ne? Genau. Am besten, wenn man die volle Arena-Leiter Souling Challenge genießen möchte, guckt man beides parallel, ne? Genau, so in etwa. Ja, dann würde ich mal sagen, lasst euch überraschen, ob wir es versauen. Oder ob wir es hinkriegen. Es sieht auf jeden Fall interessant aus, das Ganze. Ja. Dann. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.